Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Disciples 3 Renaissance mit Big Pauli. Ich bin unterwegs! Wir marschieren mit der alten Gestalt von Harus weiter. Auf unaufhaltbaren direkten Wege. Hier seid ihr also, Harus. Genau zur rechten Zeit. Der Dämonenkönig wird bald hier sein. Dies ist das letzte Mal, dass ich euch bitte, uns freiwillig anzuschließen. Obwohl ich vermute, dass ihr trotzdem ablehnen werdet. Ihr seid treu und dumm, wie alle Elfen. Aber das sind die Vorzüge eines Dieners. Leute wie ihr schauen nie über ihren nächsten Schritt hinaus. Und sie verstehen nicht, wann es sich zu kämpfen lohnt und wann es klüger ist, sich zu ergeben. Was weißt du schon von Treue, Dämon? Eine ganze Legion der Dämonen gegen meinen kleinen Haufen. Welch Ehre für die letzten verbliebenen Krieger meines Volkes. Mein Tod wird nichts ändern, Verdammter. Lass dir das gesagt sein. Betrizen wird erfallen. Dieses Mal wird er nicht wieder auferstehen. Glaub es oder nicht, es wird nichts ändern. Arthaniel, lauf, geh jetzt, bevor es zu spät ist. Ola Klan, bitte vergib mir, mein Freund, ich konnte mein Versprechen nicht halten. Wie ich schon sagte, eure Anstrengungen waren nutzlos, Elf. Aber ihr wolltet ja nicht auf die Stimme der Vernunft hören und habt stattdessen die Ehre vergezogen. Trotzdem verdient ihr Respekt, das gestehe ich euch zu. Und nun verlangt der Dämonenkönig noch nach eben solchen. Betrizen. Betrizens Avatar ist in den Ländern neben das eine Inkarnation des gefallenen Engels. Dein Hauptziel besteht darin, den Legionen wieder zu ihrer einstigen Macht zu verhelfen. Ja, und er ist absolut übermächtig noch dazu. Bin unterwegs. Ja. Aha! Mit dem zu kämpfen ist nicht notwendig. Bin unterwegs. Zu Befehl. Es hat keinen Sinn, Betrizen beim Kämpfen zu helfen, weil er absolut übermächtig ist. Er kann jeden Kampf gewinnen. Sterbt einfach. Dreckige kleine Elfenbastarde. Ich werde euch vernichten. Thank you.
Der Abgrund naht. Alter, wenn ich so weiter kämpfe, dann... Das wird nicht geschehen. Dann ist... Beatrizen bald ein Level aufgestiegen. Und da Beatrizen so gut wie unbesiegbar ist, versuche ich mal so lange mit ihm weiter zu kämpfen, bis... es einfach nicht mehr geht. Da geht's nicht lang. Zu Befehl! Dann eben über die Brücke. Absolute Macht! Tatsächlich ist es passiert, Beatrizen ist eine Stufe aufgestiegen. Oh mein Gott, die Fähigkeiten sind aber schon ordentlich. Er hat... Tja, aber was erwarte ich auch? Beatrizen ist ein Gott. Verdammt, ich sollte in diese Richtung laufen. Das ist dann in einer anderen Richtung gewesen. Kann ich da vielleicht mit Beatrizen nochmal hin? Der Abgrund naht. Bin unterwegs. Zu Befehl! Verzeihung. Scheinbar konnte ich da nicht hin. Zu schade.
und er ist angekommen. Deine Wiedergeburt war unvermeidlich. Sie war dein Schicksal. Von nun an gehörst du mir. Erwache, Harus, Werkzeug meines Willens und Schlüssel zu meiner Freiheit. Erwache und tue mein Werk in den Ländern neben Lars. Ja, Meister, du bist noch schwach, Harus, aber ich habe ein Gefäß der Macht für dich vorbereitet. Du musst ins Land des Drachen reisen und das Schwert Seelenfeuer aus seiner Brust ziehen. Es wird den wahren Zorn der Legion in dir entfachen. All meine Truppen in diesen Ländern hören ab sofort auf deinen Befehl. Als erstes, nachdem du dir das Schwert geholt hast, wirst du diese Elfenbastarde vom Angesicht der Erde tilgen. Ich schenke dir die Stadt, die meine Legionen errichtet haben. Dort findest du deine neue Armee. Die Elfen müssen sterben. Mach dich ans Werk. Euer Wunsch ist mir Befehl, Meister. Das ist nicht gerade eine besonders große Armee. Yay, und ich habe wieder meine alten Fähigkeiten. Was eigentlich gar nicht mal gut ist. Eine Naga kann man problemlos an, wenn man Harus in seiner Armee hat. Ich werde dich aufhalten! Und wir haben jetzt einen Dämonenkönig in unserer Armee. Leistet ein Dämonenfürst Betritz ein Treuedienst, bezeichnet dieser dessen Taten auf und belohnt ihn mit einem Funken seiner eigenen Macht. Und einen Succubus. Wollust ist eine der praktischsten Sünden. Wollust treibt die Menschen in den Wahnsinn und zwingt sie zu furchtbaren Taten. Ein Succubus ist das begehrenswerteste und gefährlichste Kind Betritzens. Spüren!
Hey, weglaufen gilt nicht, ich krieg dich sowieso. Meine Kraft ist riesig. Ein weiterer Sieg für die Legionen. Ich komme. Und der nächste Kampf. Die Wut ist mein. Richtig, ich hab schon einen Feuer gebaut. Ich diene nur euch, Herr. Sehr. Meine Kraft ist riesig. Ins Auge! Verwundet! Dass du verwundet bist, weiß ich. Schwächlinge! Wenn ihr meint,
Was haben wir denn hier? Den Drachen. Da bist du ja, Zwiegesicht. Genau wie meine Runen es vorhergesagt haben. Du bist wegen meines Schwerts. Aber vielleicht ist es noch nicht zu spät, um dein Schicksal zu ändern. Dieses Schwert ist verflucht, Aeron. Wenn du es nimmst, wird es deine Seele verbrennen. Aber du wirst nicht auf mich hören, nicht wahr? Du wirst meinen Fehler wiederholen, denn du besitzt keinen eigenen Willen mehr. Der Dämonenkönig verlangt dein Schwert ab und sein Wille soll geschehen. Nein, das Schwert gehört nur mir allein. Hast du gehört? Es ist meins. Lustig. Soll ich jemanden töten? Meine Kraft ist riesig! Was zum Teufel? Warum ist das Viech nicht paralysiert? Ganz toll. Ja. Warum ist das mich nicht paralysiert? Doch, von mir. Erst meine Kräfte spüren! Jede der folgenden Runden verläuft nach dem gleichen Schema. Die Wut ist mein! Ja, der Drache ist bald tot. Soll ich jemanden töten? Ich bin unbesiegbar. Ich diene nur euch, Herr. Die Wut ist mein! Meine Kraft ist riesig! Du wirst meine Kräfte spüren! Ich diene nur euch, Herr. Hast ja keine Ahnung, was du da gerade getan hast. Aber ich bin trotzdem froh, dass mein Leiden ein Ende hat.
Ausgezeichnet, mein Diener. Ich bin zufrieden mit dir. Schon bald wirst du die Macht des Schwertes spüren, die dich zum größten Krieger dieser Welt machen wird. Und ich hab Seelenfeuer. Mein Hauptziel wurde aktualisiert, sehe ich gerade. Zerstören Sie die Hauptstadt der Elfenallianz. Dafür muss ich erstmal die Hauptstadt der Elfenallianz erreichen. Das soll ich tun! Ja, in ein paar Runden werde ich sie erreicht haben. Okay, wen soll ich denn paralysieren jetzt? Interessant. Meine Kraft ist riesig! Ich diene nur euch, Herr. Nein! Man nennt mich Harus. Hexenzauber. Nein, einfach so ein ganz normaler Zauber. Du kleiner Niemand! Okay, ich wollte wirklich nicht, dass es so weit kommt. Aber nun aktiviere ich meine Magie. Meine Kraft ist riesig! Oh, mein Gott.
Ein weiterer Kampf auf dem Weg zu Illumiel ist geschafft. Komme schon! Ja, an dieser Stelle mache ich jetzt aber erstmal wieder einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.